Ja, dann kommen wir zu dem Warren Buffett. Warren Buffett hat in Japan wieder zugekauft. Berkshire Hathaway ist an insgesamt fünf japanischen Unternehmen beteiligt. Das ist vor äh, drei Jahren so entstanden. Es gibt nämlich größere Handelshäuser, so heißt das, die Sogo Shosha. Das sind Unternehmen, die den Import und Export für Japan damals in der Zeit, als das noch nicht so einfach war, ermöglicht haben. Und Berkshire Hathaway hat sich an den fünf größten, äh, fünf größten beteiligt. Also, das sind, ähm, wie heißen sie, Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo und Itoshu Und das Ziel langfristig ist, 9,9% an diesen Unternehmen zu haben. Und Berkshire ist schon auf einem guten Weg dahin, nämlich sie haben jetzt im Schnitt 8,5% davon. Und äh, ja, was hat. Berkshire dazu zu sagen, beziehungsweise was ist an sich das Statement immer dazu? Naja, der japanische Aktienmarkt ist komplett unterbewertet. Das ist so die Meinung, die Warren Buffett immer nach außen trägt. Deswegen kauft er sich so gerne ein in diese Unternehmen. Die Unternehmen stehen auch eigentlich Berkshire Hathaway vom Geschäftsmodell relativ nah, weil sie äh, ja so einen industriellen, gleichzeitig aber auch irgendwie so allgemeinwirtschaftlichen Ansatz haben, was ja Berkshire Hathaway inzwischen auch ist. Und was äh, ja ganz interessant ist, diese Firmen haben zusammengenommen ungefähr 250 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Mit 8,5% im Schnitt, die man daran beteiligt ist, sind das so über 20 Milliarden Dollar, die Berkshire Hathaway jetzt in diesen Unternehmen liegen hat. Und damit sind die zusammengenommen eigentlich eine der größten Aktienbeteiligungen von Berkshire Hathaway inzwischen. Also so im Portfolio kommen sie circa auf Platz 5. Bis sechs, je nachdem, ähm, ob jetzt Chevron wahrscheinlich ein bisschen ja sind wahrscheinlich schon ein bisschen kleiner Chevron, also diese Beteiligung ist tatsächlich wahrscheinlich schon größer, aber äh, ganz interessant. Also ähm, bisher hat er auch damit den richtigen Riecher gehabt, weil wenn man sich zum Beispiel den Kurs von Itoshu ansieht, der ist äh, seit Jahren wirklich Stein nach am oben laufen. Ja, man scheint fast zu denken, dass mittlerweile auch andere Investoren auf die auf die, den Plan gekommen sind, dass die Aktien da etwas günstiger sind. Wir haben ja bisher noch keine japanische Aktie bei uns ähm, analysiert. Kommt vielleicht in Zukunft, aber vielleicht kann ich ja schon mal spoilern: Es wird keines dieser Handelshäuser, weil ja, die sind einfach aktuell ziemlich teuer schon dann mittlerweile. Ähm, da gibt es auch noch andere Unternehmen mit günstiger Bewertung, die aktuell noch nicht so im Fokus stehen. Genau, aber wenn man jetzt sich auch die Unternehmen anschaut, ich habe mir mal Itosho genauer angesehen, vor einiger Zeit und dann auch im direkten Vergleich eben die anderen. Das grundsätzliche Ding bei diesen Unternehmen ist, das sind Großhändler. Also die schwanken ein bisschen mit der Wirtschaft, die haben eine sehr geringe Marge, also machen wirklich viel Umsatz, zählen zu den umsatzstärksten Unternehmen der Welt, gleichzeitig kaum Marge. Dadurch kommt dann ein mittlerer Gewinn zustande, irgendwas so im einstelligen Milliardenbereich etwa. Und das Interessante bei den Unternehmen ist zum Beispiel, manche von denen sind etwas stärker zum Beispiel auf Lebensmittel ausgerichtet oder teilweise haben die auch Beteiligungen an Unternehmen in Japan. Beispielsweise Itosho ist am zweitgrößten Supermarkt in Japan ganz groß beteiligt und das sorgt dafür, dass dann noch andere Werte in den Unternehmen schlummern. Aber grundsätzlich, grundsätzlich dieses Großhandelsgeschäft nimmt auch tatsächlich immer weiter ab, weil inzwischen ist es so einfach, etwas zu importieren und exportieren geworden. Alle können mittlerweile irgendwie Englisch sprechen. Man kann über das Internet sehr leicht irgendwelche Waren von A nach B bringen. Und deswegen mussten diese Konzerne auch alle umdenken. Also die sind gar nicht mehr so krass nur noch auf Japan spezialisiert, auf den Import und Export, sondern sind sogar so, dass sie teilweise zwischen zwei Ländern, wo Japan gar nicht mehr beteiligt ist, auch agieren und haben auch ihre Städten schon teilweise im Ausland, investieren auch im Ausland, mussten einfach komplett umdenken, sonst wären sie alle unnötig geworden. Aber das Geschäftsmodell ist halt ein spezielles und ich glaube auch, man darf das nicht so überromantisieren. Wenn ich aber ein Unternehmen wählen würde, dann Itosho, wobei sie mir aktuell ein bisschen teuer sind.